Herr Gerke, die Freude über den Sieg Ihrer Schwesterpartei Syriza in Griechenland wurde in der Linken ja geradezu überschwänglich gefeiert. Ist Ihnen denn so ein bisschen die Freude vergangen, als Syriza den Koalitionspartner Anel bekannt gegeben hat? Na, ich hätte natürlich gern 2 oder 3 oder 5 Mandate mehr für Syriza noch gehabt. Aber mir ist da null Freude vergangen. Ich finde, das ist eine unwahrscheinliche Dynamik, die davon ausgeht, mit oder ohne Koalitionspartner. Eine Regierung, die innerhalb einer Woche so viel Tabufragen in Gang bringt in ihrem Land, im Positiven, die möchte ich erstmal sehen. Also Schluss mit der europäischen Diskriminierung der Griechen, soziale Verbesserung, die Reichen sollten zahlen. Menschen, die in Griechenland Asyl gefunden haben, deren Kinder sollen die Staatsbürgerschaft erhalten. Also sowas möchte ich in Deutschland erleben, da wäre ich ganz happy. Also mein Glückwunsch an Syriza, Glückwunsch an uns in Europa, dass es so einen Linksschwenk gegeben hat. Und mit dem Koalitionspartner muss man gucken, was am Ende übrig bleibt. Herr Gerke, aber wir können ja nicht übergehen, dass es auch in der Linken, in der Linkspartei in Deutschland anhaltende Debatten über die Wahl dieses Koalitionspartners gibt. Ja klar, also ich wäre enttäuscht von meiner Partei, wenn sie darüber nicht debattieren würde. Und ich will mich auch gar nicht auf das Argument zurückziehen, dass Syriza nur die Wahl gehabt hätte, auf die Übernahme der Regierung zu verzichten oder zu Neuwahlen zu kommen, wenn sie nicht diesen Koalitionspartner gehabt hätte. Für mich ist die Frage, was ist dominant? Ziehen die Rechten, es ist eine rechtspopulistische Partei, wenn man den Begriff benutzen will, ziehen die Rechten Syriza nach rechts oder drücken sie nach rechts? Oder zieht Syriza diese Partei nach links? Und das wird man am Ergebnis sehen. Ich hoffe, dass es gut geht. Was halten Sie von dem Vergleich zwischen Anel, dem Koalitionspartner, und der deutschen AfD? Nein, das stimmt so 1:1 überhaupt nicht. Also es ist auch nicht ganz neu, dass Anel im griechischen Parlament öfters auch schon Anträge in der Vergangenheit von Syriza zugestimmt haben. Sie haben eine generelle Übereinstimmung, das ist Schluss mit der Schuldenpolitik, Schluss mit der Austeritätspolitik und dann haben sie eine Menge Differenzen. Ich halte das mehr für so eine CSU in griechischen Verhältnissen, das macht das nicht besser. Das ist eine Partei, die deutlich rechts von Syriza steht, das ist ein deutliches Risiko, was man eingeht und damit muss man umgehen. Also Alexis Tsipras muss einen Tiger reiten und ich hoffe, er kann es. Welche roten Linien gibt es denn in der Zusammenarbeit mit solchen Kräften? Es hieß ja aus der Linkspartei immer wieder, es hat keine andere Wahl gegeben. Aber es gibt doch sicherlich die roten Linien, die nicht überschritten werden können in der Migrationspolitik, in gesellschaftspolitischen Fragen, unter Umständen auch in außenpolitischen Fragen. Ja klar. Interessanterweise hat ja diese Partei als Ministerium das Kriegsministerium gekriegt. Das fand ich einen schlauen Scherzug, weil die NATO hätte nie einen linken Verteidigungsminister akzeptiert. Jetzt haben sie mit einer anderen Person es zu tun. Da muss man mal gucken, was ist die gemeinsame Verteidigungspolitik. NATO beruht ja auf Konsens und Griechenland hätte einen erheblichen Einfluss, wenn Griechenland bei bestimmten NATO-Aktionen sagt, der Konsens ist nicht gegeben. Da muss man vorsichtig mit umgehen, nicht willkürlich, aber das ist schon interessant. Die Argumente, es ging nicht anders, es gab keine Alternative, das ist alles Quatsch. Das ist Merkel. Es gibt keine Alternative. Natürlich hätte es Alternativen gegeben, auch für die Syriza-Regierung. Sie hätte erklären können, wir haben keinen Koalitionspartner, liebe Griechen. Den wir hätten kriegen könnten, ist uns zu Recht. Ob es wirklich ist, wird man in vielen Punkten erst mal sehen müssen. Deswegen verzichten wir darauf, die Regierung zu übernehmen. Wissen Sie, was dann gekommen wäre? Dann wären die Faschisten gekommen, die goldene Morgenröte. Das stand doch alles im Raum. Man hat sich so entschieden. Und da ich keiner Regierung traue, nicht mal einer, der ich selber angehören würde, ne? Eine Regierung, die nicht unter Druck steht, kippt immer nach rechts. Und deswegen wird in Griechenland auch eine Frage sein, wie die Bewegungen, wie die Kämpfe weiterlaufen und dass man auch eine Syriza-Regierung in dieser Kombination unter Druck setzt. Das ist unbedingt notwendig. Nur die Volksmassen werden eine Veränderung bringen und nicht die da von oben sagen, wir machen das jetzt so oder so. Da glaube ich nicht dran.
Herr Gerke, ist die Lehre aus Griechenland denn auch, dass die Linke in Deutschland von den, sagen wir mal, klassischen Koalitionsschemata abrücken muss? Und wenn ja, was bedeutet das? Ich habe ja gar kein klassisches Koalitionsschema da bisher gesehen, aber in Deutschland habe ich immer knallhart vertreten, man muss Regierungsfragen danach beurteilen, was man durchsetzen will. Also wenn in Deutschland ein Partner wie die, nehmen wir mal, wie die SPD sagen würde, wir gehen mit der Linken so weit, dass wir sagen, keine Auslandseinsätze, die Bundeswehr geht nicht mehr in Auslandseinsätze, wir schaffen es zu sagen, Hartz IV wird aufgehoben, weil es von Anfang an ein schlechtes, falsches Gesetz gewesen ist. Wir bieten Menschen wirklich Aufenthalt in unserem Land und nicht nur diejenigen, die wir rauspflücken, weil wir glauben, wir können sie gebrauchen. Brauchbar ist jeder Mensch und nicht ein ausgesuchter Mensch. Wenn man so einen Partner hätte, könnte man sofort eine Regierung machen. Da hätte ich kein Problem. Dann wäre nur die Frage, dass man sich halten muss. Ich sehe nur nicht. Ich sehe nicht bei den Grünen, ich sehe nicht bei der Sozialdemokratie, ich sehe nicht in der CDU. Und die AfD in Deutschland ist eine komische Mischung, wo ich nicht mal den Begriff populistisch gebrauchen würde. Es ist eine knallhart neoliberale Partei. Sie ist rassistisch bis in die Knochen. Mit einer solchen Partei kann man nicht koalieren. Nun hat es nach der Wahl von Syriza in Griechenland ja ein wahres mediales Trommelfeuer gegeben und ich muss jetzt mal einige Begriffe hier ablesen. Da war von den faulen Griechen die Rede, von der Chaostruppe, von den Spaltern der EU, von den nützlichen Idioten. Und jetzt kommt eine ganze Reihe von der Deutschen Welle, die gerne groß gestalten. Man sei in Athen frech, man sei von der Macht besoffen, man sei unverschämt. Haben Sie, Herr Gerke, die Heftigkeit dieser Angriffe erwartet oder hat Sie das überrascht? Ja, ich habe sie erwartet. Weil man einfach nicht akzeptieren will, dass da solche Leute aus Griechenland, die nicht geboren sind als Teil einer herrschenden Clique, die noch so frech sind wie Alexis Tsipras. Ich freue mich ja endlich, dass ich mal einen linken Politiker kennenlerne, der so frech ist. Habe ich in Deutschland nur in Oskar Lafontaine gesehen. Ihnen sagt, was man bereit ist zu machen und was nicht. Diese Verblüffung, dürfen die das überhaupt? Dürfen die uns widersprechen, uns Deutschen? Uns Frau Merkel, der EU, die ist europaweit. Und das führt zu einer Entdemokratisierung der Sprache. Die Sprache ist verräterisch. Das ist eine Sprache, die man gewalttätig im eigenen Land immer gehabt hat gegenüber Kindern. Der muss man Bugs kriegen. Ne? Ein Klaps schadet nichts. Ja, die Griechen müssen aus Sicht dieser Bundesregierung und anderen mal einen Bugs kriegen. Ein Klaps schadet nicht. Ein bisschen mehr hungern macht ja schlank. Das ist alles so verräterisch und es ist so gemein und es ist so schlimm, dass in dieser Art und Weise nicht Chancen genutzt werden, sondern Menschen runtergemacht werden. Man muss sich nur den Titel von dem neuen Spiegel anschauen. Ne? Der Geisterfahrer. Alexis Tsipras. Wer ist denn hier eigentlich der Geisterfahrer in Europa? Frau Merkel, Schäuble, wenn er hergefahren wird, sind ganz, ganz andere. Man muss sich die Auswahl der Bilder angucken. Also Tsipras ist ein ausgesprochener Schönling, was mein männliches Konkurrenzverhalten natürlich sehr negativ zu ihm beeinflusst. Der Spiegel bringt ein Bild von unten aufgenommen, hinterlistig schauend. So will man die Griechen präsentieren, so macht man Stimmung. Und jeder Demokrat muss dem entgegenhalten. Also ich benutze nicht den Begriff Lügenpresse, aber ich sage immer, auch ein Teil der deutschen Presse lügt und lügt bewusst, weil sie eine politische Grundlinie durchsetzen wollen und die ist anderen Menschen verächtlich gegenüber. Herr Gerke, vielen Dank für das Interview. Danke sehr.